Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit L-Value References beschäftigt und wir haben da gesehen, dass wir eben mit Referenzen die gleiche Syntax wie bei Call-by-Value verwenden können, aber trotzdem Call-by-References hinbekommen, ohne dass wir eben ständig Pointer dereferenzieren müssen und so weiter. Das heißt, eine L-Value-Reference ist nichts anderes als ein Pointer, der nicht umgebogen werden kann. Allerdings haben wir dadurch einige Syntaxerleichterungen im Vergleich zum normalen Pointer. Und wir schauen uns jetzt nochmal ein Beispiel an, bei dem das auch zum Tragen kommt. Wir haben es ja im vorherigen Video mit Methodenaufrufen gesehen, dass wir da eben Call-by-Reference machen können. Und wir werden jetzt uns mal ein Beispiel anschauen, wie wir die L-Value-References noch einsetzen können. Ich nehme hier jetzt einfach mal an, dass ich mir ein Array in C++ mache, der eben drei Temperaturwerte enthält. Und ich möchte jetzt im ersten Fall die Durchschnittstemperatur berechnen. Vielleicht könnte ich auch nochmal Temperatur richtig schreiben. Ja, und wir haben ja schon die Range-Based For Loop kennengelernt. Das heißt, wir können hier einfach durch diesen Array durchlaufen und dann hier die Durchschnittstemperatur eben erhöhen. Und wenn wir das eben gemacht haben, können wir sagen, dass wir das Ganze mal durch 3 teilen wollen und dann geben wir eben hier die Durchschnittstemperatur mal auf der Konsole aus. Was passiert hier genau? Wir haben hier eben diesen Array direkt auf dem Stack erstellt. Wir haben hier eben eine Double-Variable, die direkt auf dem Stack liegt. Und hier in dieser Range-Based For Loop machen wir auch nichts anderes, als dass wir hier eben den... Das hier ist ja auch eine Variable und die wird natürlich auch auf dem Stack gestellt. Und wir schieben aber letztendlich per Call-by-Value jeden dieser Werte als Kopie in diese Variable rein. Das heißt, wenn wir uns das Stack-Bild dazu anschauen, wenn wir eben hier in diesem Durchlauf sind, sieht das Ganze nicht anders aus, als wie hier zu sehen. Vielleicht kann ich das wieder auf die rechte Seite schieben und hier den Code auf die linke Seite. Machen wir mal so, da kann man es einigermaßen sehen. Das heißt, wir haben erst diesen Array hier und wir haben die Durchschnittstemperatur auf dem Stack und wir haben den Wert auf dem Stack. Und wenn wir uns jetzt eben in der ersten Iteration, wir können ja nebenbei auch mal durchdebuggen, wenn wir jetzt eben hier in der ersten Iteration sind, also nicht in der nullten, sondern ja, also im zweiten Durchlauf, um genau zu sein, dann sehen wir auch hier eben unten im Speicherabbild, Entschuldigung, das war falsch, so, hoffentlich, jetzt habe ich es, dass wir in diesen Wert hier eigentlich nicht die Originalobjekte bekommen, die wir im Array angelegt haben, also diese Speicherbereiche hier, sondern es passiert letztendlich nichts anderes als das, was hier eben gerade an dieser entsprechenden Stelle im Array steht, per Call-by-Value hier jetzt in diese Variable oben reingeschrieben wird. Wenn man das ungefähr so machen kann. Wichtig ist eben, das ist Call-by-Value. Ganz elementar, müssen wir beachten. Es ist für dieses Beispiel jetzt überhaupt nicht schlimm. Wir wollen ja mit dieser Berechnung hier drüben tatsächlich nur etwas berechnen aus bestehenden Werten, aber wir möchten diese Werte hier oben nicht
manipulieren. Und wir machen jetzt aber gleich mal weiter mit diesem Beispiel. Die Durchschnittstemperatur ist eben 30,3 Grad. Wir möchten jetzt aber ein Beispiel machen, bei dem wir tatsächlich die Array-Werte hier manipulieren. Der Punkt ist ja, das könnten wir beispielsweise, wenn ich mache erstmal ein Beispiel. Ich füge hier einfach hinzu kann man sogar eigentlich constant machen, constant double Celsius to Fahrenheit ist 9.0 durch 5.0. So, und wenn ich jetzt eben diese Array-Temperaturwerte tatsächlich manipulieren möchte in diesem Fall. Das heißt, ich möchte tatsächlich eben hier diese 30 Grad Celsius in die entsprechenden Wert Fahrenheit umrechnen und dadurch eben direkt diese Speicherstelle manipulieren, dann komme ich eben mit dieser Range-Based For Loop nicht weit. Was ich natürlich machen, also ich schreibe es mal wirklich aus, wenn ich hier sage Wert ist gleich hier in Temperaturwerte und ich dann eben hier sage, Wert ist gleich Wert mal Celsius to Fahrenheit. Hier muss ich eine Klammer drumherum machen. Müsste ich nicht, aber es ist besser zu lesen meines Erachtens. So, wenn ich jetzt hier diese Umrechnung machen möchte und hier das Wert wieder zuweise, dann habe ich nichts gewonnen. Warum? Das ist eine eigene Variable und wir können tatsächlich ja mal dann hier noch durch diese Vorschleife durchlaufen. Int 3. Wir geben hier eben jeweils Temperaturwerte an der Stelle i aus. Gut, und wenn wir jetzt hier der Meinung sind, okay, ich hätte jetzt das hier geändert, Vorsicht, hier schlägt wieder Call by Value zur Buche. Das heißt, wenn ich hier jetzt nochmal diese Sachen ausgebe, dann sehen wir hier, dass ich überhaupt nichts geändert habe bei dieser Berechnung und wir wissen ja, dass die Fahrenheit-Werte deutlich höher sein müssten als 30, 32 und 29 hier. Warum? Ganz einfach, weil hier auch Call-by-Value passiert. Wir haben hier den Wert dieser Variablen geändert, aber nicht den Speicherbereich, der dahinter liegt. Ja, wie kann ich das ändern? Indem ich diese Variable hier einfach zur Referenz mache. Ja, das ist der Vorteil. Ich habe hier kein Problem, dass ich hier irgendwie mit Pointern jonglieren muss. Ich muss hier einfach bloß ein kaufmännisches Und hinzufügen und schon haben wir hier eben eine Referenz. Das heißt, diese Variable zeigt tatsächlich eigentlich auf den Wert, der hier unten ist. Und wenn ich hier eben eine Zuweisung mache, dann mache ich die nicht wie beim Pointer eben für die Adresse, sondern tatsächlich für den Speicherbereich, der hinter dieser Adresse liegt. Das ist ja der Vorteil an Referenzen, dass ich hier einfach hantieren kann, als wäre es eine normale Variable. Und dann schauen wir uns auch mal an, was hier eben jetzt rauskommt. Und wir sehen hier eben, dass wir diese Werte tatsächlich jetzt in Fahrenheit umgerechnet haben. Und dazu haben wir eben direkt den Speicherbereich manipuliert, der hinter dem Array liegt, den wir ganz am Anfang der Methode erstellt haben. Das ist eben der Vorteil von Referenzen. Ich muss eigentlich bloß ein kaufmännisches Und hinzufügen. Und das war's dann. Machen Sie das mal, indem Sie Pointer hier einsetzen. Das ist vielleicht eine nette Aufgabe für Sie. Das ist nämlich gar nicht so einfach, für diese Elemente hier mit einer Range-Based For Loop hier Pointer zu machen. Ich glaube, das geht sogar gar nicht. Also aus dem Bauch raus würde mir das nicht einfallen, wie man das mit einer Range-Based For Loop machen könnte. Man könnte natürlich hier sagen, ich mache hier eine normale For Loop. Und
ich laufe hier eben wiederum durch diesen Array durch und dann könnte ich mir eben direkt hier für diesen Temperaturwerte an der Stelle i muss ich mir eben dann diese Formel hier berechnen und so weiter. So könnte ich es machen. Aber hier sieht man einfach mit Referenzen, dass es relativ einfach zu machen ist, ohne dass wir da großartig mit Indexen oder Ähnlichem rumhantieren müssen. Und wir haben auch nicht die Komplexität von Pointern, die wir eben dereferenzieren müssen. Und da ist es eben wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Referenzen in Range-Based For Loops die Objekte, die in einer Collection oder einem Array liegen, direkt manipulieren kann, ohne dass wir uns großartig mit Pointern beschäftigen müssen. Und damit bin ich auch am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!